Und Ibn Salah missbilligte es, dass Ibn Hazm den Hadith über die Vergnügung ablehnte, da Al-Bukhari hierbei sagte, und Hisham ibn Ammar sagte. Und er, also Ibn Salah, sagte, Ibn Hazm lag aus mehreren Sichten falsch, denn er ist bestätigt über den Hadith von Hisham ibn Ammar. Ich sage, also Ibn Kathir sagt, ich sage, in diesem Hadith hat ihn, also diesen Hadith hat bereits Ahmed in seinem Musnad überliefert und Abu Dawud in seinem Sunan und auch Al-Barqani in seinem Sahih und noch andere. Und dies verbunden und mit lückenloser Überlieferungskette bis zu Hisham ibn Ammar und dessen Sheikh. Und wir haben dies bereits in dem Werk Al-Ahkam dargelegt und alles Lob gebührt Allah. Es geht hier um eine weit verbreitete Schubha, Scheinargument. Und zwar manche Leute, deren Herzen, also in der heutigen Zeit, deren Herzen krank sind und die gerne Musik hören wollen und nicht sagen, sie hören Musik und es ist falsch, dass sie Musik hören. Nein, sie möchten Musik hören und auch sagen, es spricht nichts dagegen. Sie sagen, der Hadith von Al-Bukhari oder in Sahih Al-Bukhari, wo es heißt, لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّةِ قَوْمٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ. Es wird in meiner Gemeinschaft welche geben, die unter anderem Seide und Alkohol und Musikinstrumente als erlaubt darstellen. Und schaut, was der Prophet hier gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Er hat gesagt, er hat hier zwischen Alkohol und Musikinstrumenten vereint, dass es Leute gibt, die sagen, Alkohol ist erlaubt und Musikinstrumente sind erlaubt. Und dieser Hadith ist ein klarer Beweis, einer der vielen klaren Beweise, dass Musik und Musikinstrumente verboten sind. Dann diese Leute, die diese Krankheit in ihren Herzen haben, was haben sie gemacht? Sie sind gekommen und haben gesagt, die Überlieferungskette dieses Hadithes ist nicht authentisch. Weil Imam al-Bukhari normalerweise, wenn er einen Hadith überliefert, sagt er, uns berichtete Ali ibn al-Madini, mir berichtete Ahmed ibn Hanbal, ich hörte Ishaq al-Kawsaj sagen und so weiter. Diesen Hadith hat er nicht so überliefert. Er sagte, qala Hisham ibn Ammar. Hisham ibn Ammar hat gesagt. Und dann sagten diese kranken Leute, schaut, Imam al-Bukhari hat diesen Hadith nicht von Hisham ibn Ammar gehört. Also ist die Überlieferungskette nicht verbunden. Und deswegen ist dieser Hadith nicht authentisch. Erstens, Imam al-Bukhari kann sagen, mir hat berichtet, ich habe gehört. Oder Hisham ibn Ammar hat gesagt, er ist sein Lehrer. Zum Beispiel, ich komme zu meinem Lehrer und ich sage, mein Lehrer hat gesagt. Oder ich sage, ich habe von meinem Lehrer gehört. Oder ich sage, mein Lehrer hat mir berichtet. Wenn ich sage, mein Lehrer hat gesagt, bedeutet das nicht, dass ich das nicht von ihm gehört habe. Und so ist es auch bei Al-Bukhari. Der erste leider, der mit dieser Sache angekommen ist, war Ibn Hazm. Ibn Hazm hat im Großen und Ganzen oft schöne Ansichten, aber hierbei, das ist eine schwache Ansicht. Und er wurde von vielen Gelehrten stark widerlegt, unter anderem von Ibn Salah. Wir lesen nochmal den Satz, weil jetzt haben wir die Mas'ala verstanden, worum es geht. Ibn Salah und Ibn Salah missbilligte es, dass Ibn Hazm den Hadith über Al-Malahi, über die Vergnügung, ablehnte. Da Al-Bukhari hierbei sagte und Hisham ibn Ammar sagte. Und Ibn Salah sagte, Ibn Hazm lag aus mehreren Sichten falsch, denn er ist bestätigt über den Hadith von Ibn Ammar. Also es ist bestätigt, dass Imam al-Bukhari diesen Hadith von ihm gehört hat, auch wenn er es anders überliefert hat. Das ist kein Problem. Jetzt kommt Ibn Kathir und Ibn Kathir leistet jetzt gute Arbeit und er bestätigt das, was Ibn Salah gesagt hat und fügt noch sehr gute Sachen hinzu. Und deswegen, wenn ihr euch diesen Abschnitt, der jetzt kommt, merkt, und irgendwann jemand kommt und mit euch darüber diskutieren will, bringt ihm diesen Abschnitt. Ibn Kathir sagte, in diesem Hadith, über den wir gerade sprechen, hat auch Imam Ahmed überliefert, in seinem Musnad. Also nicht nur Al-Bukhari. Okay, wir sagen, alles klar, kein Problem. Al-Bukhari hat diesen Hadith nicht gehört. Lasst Al-Bukhari beiseite. Aber diesen Hadith hat auch Ahmed überliefert und Abu Dawud hat ihn überliefert
und Al-Barqani hat ihn überliefert und andere haben ihn auch überliefert und alle haben sie ihn verbunden, also Musnad überliefert, verbunden und Muttasil überliefert, also verbunden und mit lückenloser Überlieferungskette bis zu Hisham ibn Ammar und sogar bis zu dessen Sheikh. Was wollt ihr noch sagen? Und dann sagt Ibn Kathir, und wir haben dies bereits in dem Werk Al-Ahkam dargelegt. Also er hat extra darüber auch etwas geschrieben. Na, merkt euch diese Thematik, weil diese Schubha, diese schlechte und diese schwache Schubha, die kommt immer wieder auf